Brennende Autos, Feuerwerkskörper, Flaschen und Steinwürfe auf Polizisten. Die Randale in der Nacht zum 1. Mai eskaliert in Berlin wieder einmal. Rund 2000 Teilnehmerinnen einer Frauendemo versammeln sich in Kreuzberg am Mariannenplatz. Männer sind von dieser Demo ausgeschlossen. Lediglich Frauen, Lesben, Transpersonen und Menschen, die sich keinem Geschlecht zugehörig fühlen, dürfen mitdemonstrieren. Bereits 20 Minuten nach Demobeginn meldet die Polizei erste Böllerwürfe aus dem Demoblock auf die Beamten. Auch Steine und Flaschen fliegen vereinzelt auf die Einsatzkräfte. Die Beamten nehmen mindestens eine Frau fest. Im Verlauf der Demonstration brüllen die Teilnehmerinnen polizeifeindliche Sprüche. Rund 20 nach 11 muss die Polizei die Demonstration 40 Minuten früher als geplant beenden.